Hallo bei Robs frische Küche. Heute zaubere ich einen super leckeren Tassenkuchen für all diejenigen, bei denen es beim Backen nicht schnell genug geht. Wir benötigen 1 Esslöffel Sonnenblumenöl, eine Prise Salz, 50 Gramm Naturjoghurt, 40 Gramm Zucker, 60 Gramm Mehl versetzt mit Backpulver, 25 Milliliter Honig und ein Ei. Des Weiteren brauchen wir ein Handrührgerät, eine Schüssel und 2 Tassen. Wir geben jetzt das Ei mit dem Zucker und dem Honig in eine Schüssel. Und tut das Ganze schaumig mit dem Handrührgerät aufschlagen. So, nachdem wir das jetzt schön schaumig aufgeschlagen haben, geben wir das Sonnenblumenöl dazu, die Prise Salz und den Joghurt. 1 Esslöffel Sonnenblumenöl. Den Joghurt und die Prise Salz. Dann tun wir das nochmal unterrühren und dann geben wir das Mehl dazu. So, dann geben wir das Mehl dazu. Zuerst die Hälfte. Dann nochmal kurz unterrühren. Wenn sich das jetzt vermischt hat, können wir den Rest dazu geben. Und unterrühren. So. So, das ist schon unser fertiger Teig. So können wir den jetzt nur noch in die Tassen füllen. Nehmen wir 2 Tassen. Die Tassen bitte nur halb voll machen, da der beim Backen noch relativ hoch geht. Unsere Tassen sind jetzt befüllt und fertig für die Mikrowelle. So, die Tasse stellen wir jetzt für 2 Minuten bei voller Leistung in die Mikrowelle. Bitte immer nur eine Tasse reinstellen. Unser Kuchen ist fertig. So, am besten verziert man das jetzt mit Schlagsahne. Dann gebe ich noch ein paar Früchte oben drauf. In diesem Fall Himbeeren. Und ein paar Schokoraspeln. Jetzt
jetzt noch ein super Tipp von mir. Da im Rezept ja das Mehl mit Backpulver versetzt ist, das könnt ihr euch super selber zusammenrühren. Einfach 480 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir Kommentare, macht den Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Das wäre großartig. Vielen Dank fürs Zuschauen.